wieder noch einmal eine Bohrfliege. Ein ganzes Paar. Genau. Schön gezeichnet. Ja, wunderhübsch. Und beide erzählen sich da irgendetwas, oder? Sie referieren. Kann sein. Vorträge. Oder sprechen über das Ergebnis, keine Ahnung. Ja, das untere war das Weibchen. Und hier ein Tier, das vermutlich niemand kennt. Genau. Das außerordentlich selten ist bei uns. Man hat sich schon überlegt, ob man sie jagen sollte, weil es so viele sind. Oder? Mittlerweile, ja. Ja. Der weiße Schwan. Ja, sie haben, ich denke im Bodensee war das, eine Frau attackiert und ihr den Arm gebrochen. Oder so. Ich glaube fast, ja, sie können sehr aggressiv werden. Ja, wenn sie Junge haben, können sie nichts. Ne? Aber es sind schon wunderschöne Wasservögel. Ja, sehr majestätisch. Ja. Diese hier sind bei der Paarung und wir lassen sie einfach mal zur Musik. Man darf auch mal einfach Bilder anschauen, mit Musik genießen. Ja, das war schließlich der Hochzeitstanz, oder? Ja. Und hier das Resultat. Es hat also funktioniert, diese Hochzeit. Und es sind drei Junge. Ja.
Sind hübsch, die Kleinen. Ja, so flauschig. Hier ist sie schon etwas älter, ich denke schon fast erwachsen. Ne? Ich denke ja. Aber auch sehr hübsch eigentlich, die Färbung. Mhm. Noch etwas älter. So, und da staunt der kleine Zipfelkäfer. Ja. Ein hübscher Kerl eigentlich. Das Blau, Orange, Gelb. Ja, sie sind sehr hübsch. Aber nicht sehr gross. Nein, nur etwa 5 bis 6 mm. Er hat etwas gefunden. Es sind Raubtiere. Genau, kleine Räuber. Ja. Also wie Löwen, ja, sind sie Fleischfresser. Ja. Einfach etwas kleiner. Was er hier überwältigt hat, wir können das nicht sehen, nicht bestimmen. Das war für unsere Makroausrüstung schon zu klein. Ja. Das war dann so etwa 1 bis 2 mm, dass der kleine Käfer oder die kleine Fliege, die er da erwischt hat. Ja, man kann es nicht richtig sehen. Ich denke, es ist ein kleiner Käfer. Ich hätte jetzt gesagt, eine kleine Biene. Kann auch sein, ja. Ein richtiges Raubtier. Mhm. Ich denke, das ist ein Weibchen, ne? Naja, das ist ein Männchen. Der pralle Bauch. Kann sein. Ja. Vorne die Gesichtspartie ist schon charakteristisch. Ja, ganz speziell. Fast wie das Weinhähnchen. Ja, ein bisschen, etwas ähnlich aus. Er frisst aber auch Salate. Genau. Oder ein Dessert. Ein Dessert, ja. Und das hier, das kennen wir alle, das ist eine Zecke. Wie sagt man auch noch? Eine Hirschzecke. Hirschzecke. Die man wirklich meiden sollte. Ja, bei uns sind sie jetzt weit verbreitet und man ist gut beraten, wenn man sich impfen lässt. Genau. Wenn sie zustechen, sondern sie ein Schmerzmittel ab, so dass man sie nicht bemerkt. Dass man den Stich nicht bemerkt, ja. Das ist auch recht heimtückisch, diese kleine Zecke. Ich denke, es ist eine Spinnenart, oder? Ich glaube fast, von den Beinen her, ja. Was hat sie? 8? Ja,
Es ist ein Wirrwarr, ich kann das nicht zählen. 2, 4. Ja, ich denke, es sind 8 Beine. Ja. 2, 4, 8, ja. Ja. Ja, eine Spinnenart. Und ihr eben Mundwerkzeug, das ist schon sehr gross. Ja. Bohrer. So, das war's zum Genießen mit den Schwänen. Bis später. Bis dann.